Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Burnout. Ja, wir sind immer noch in der zweiten Meisterschaft beim dritten Rennen, jetzt bei der Strecke Gridlock USA. Eigentlich wollte ich ja nach der letzten Folge eine Pause machen, aber ich weiß nicht, wie ich hier rausgehen kann. Und ich denke mal, wenn ich jetzt A drücke, dann ja, muss ich das Rennen starten. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das gespeichert hätte, wenn ich jetzt das Spiel einfach beendet hätte. Deswegen bin ich jetzt mal lieber auf Nummer sicher gegangen und nehme jetzt einfach noch eine Folge auf. Oh, und das sieht mir tatsächlich so ziemlich nach einem... Naja. Oh ja, das sieht ja geil aus. Richtig wirklich in der Hauptstadt, also in der großen Stadt. Mit großen Häusern. Das hat schon was, Leute. Oh, und die Musik ist auch wieder neu. Nochmal neue Musik und die Straßen sind natürlich schön breit. Schön viel Platz. Gridlock USA heißt die Strecke. In welche Stadt das wohl angelehnt ist? Vielleicht an New York? Taxis stimmen ja auch überein. Oh, jetzt fahren wir sogar durch so eine kleine Gasse hier. Ist ja wirklich nett gemacht. So, dadurch... Wow, wow, wow. Und bis jetzt noch keinen Crash gehabt, ne, auf der Strecke. Nicht schlecht. Die Musik ist echt geil. So, Checkpoint. Wo sind die anderen? Da hinten sind sie. Okay. Das war knapp. Jetzt wäre ich fast in meinen Vordermann reingefahren, weil ich nach hinten geschaut habe. Aber es hat alles funktioniert. So. Wir sind immer noch in Runde 1. Wohlgemerkt. Also hier ist wirklich wieder eine recht lange Strecke am Start. So, aber hier müsste, glaube ich, das Ziel sein, ne? Runde 2, Boost verfügbar. Dann wollen wir noch einsetzen. So, zack. Boost. Und lenken und Boost. Miau. 145, 46. Haben wir geschafft. Ey, aber die Strecke ist echt cool, weil man hier auch wirklich leicht den Verkehr ausweichen kann. Und deshalb hier auch nicht so viele Crashes baut. Ganz offensichtlich. Die gefällt mir echt gut, die Strecke. Vom so fahrertechnisch zumindest. So. Aber natürlich auch vom Design her ebenfalls. Oh Gott. Das hätten wir jetzt nicht geschafft, wenn wir da rechts geblieben wären. So. Hier bleiben wir auch mal lieber ein bisschen links. Na Leute, wo bleibt ihr denn? Da hinten fahren sie rum, aber... kommen irgendwie nicht so ganz an mich ran, ne? Wogegen ich nichts hab, natürlich. So. Aber nach wie vor sind sie vorhanden, also komplett abgeschlagen sind unsere Gegner auf jeden Fall nicht. Und wir haben wieder Boost. Oh Gott, oh Gott. Okay, unser erster Crash. Ach, da hätte man sogar noch etwas weiter außen rumfahren können. Das hatte ich gar nicht gesehen. Naja. Boah, unsere zweite Runde war... Nee, hä? Lap 2? Ach, wir sind schon in Runde 3. Unsere zweite Runde war sogar 10 Sekunden schneller als die erste. Krass. Wo habe ich denn da 10 Sekunden rausgeholt? Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber gut, wenn das Spiel das sagt, dann wird es wohl so sein. So. Ah, Vorsicht. Oh, okay. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ja, okay, aber die letzte Runde wird auf jeden Fall keine neue Bestzeit werden. Das weiß ich ja jetzt schon. Dazu haben wir einfach einen Crash zu viel bereits gebaut. Mal gucken, auf welchem Platz in der Rangliste wir dann sind mit der Zeit. 1:20:08. So, und Ziel. Cool. Jung, da kommen sie. Okay, die Wiederholung brauchen wir uns jetzt nicht zu geben. Ja, verschiedene Statistiken
Oh, hier waren sogar 114 Meilen pro Stunde. Schnell im Durchschnitt. Das ist doch ganz gut. Oh, schnellste Zeit. Wir hatten die schnellste Zeit, ey. Mit 4,18. 3 deutlich vor dem Wes mit 4,40. Und er hatte auch ein Muscle Car. Ah, ist doch echt gut. Schnellste Runde auch. Tatsache, 1,20,8. Also das Rätsels Lösung ist einfach, dass man keine Crashes bauen darf. Aber das ist halt leichter gesagt als getan. Wir speichern wieder eine Runde und wir haben Big Run Grand Prix gemeistert. Wir haben das zweite Duell freigeschaltet und die Strecken Euro Marathon und Rush Hour freigeschaltet. Oh, Rush Hour, das hört sich ein bisschen schwierig an. Ja, da muss ich jetzt ja schon wieder eine Meisterschaft anfangen. Okay. Was ist eigentlich bei den Einzelrennen? Können wir das mal ganz kurz ausfindig machen? Nochmal Muscle. Ah, hier kann ich jetzt nochmal alle Strecken auswählen, die ich bisher freigeschaltet habe. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen dann jetzt noch eine Meisterschaft. Ich werde dann mal versuchen, ob ich die auch zwischendrin pausieren kann oder ob ich die wirklich zu Ende spielen muss immer. Das wäre natürlich nicht so das Beste. Oder ich mache einfach jetzt eine Pause und schneide das dann zusammen. Das würde natürlich auch funktionieren. Ich glaube, dann mache ich das so. Ja, dann geht's jetzt gleich für euch weiter. Ich mache jetzt eine Pause. Also bis gleich. So, weiter geht's auch schon. Für mich ist jetzt eine Woche vergangen. Ich habe jetzt eine Woche lang gearbeitet. Heute ist wieder Wochenende, Sonntag, um genau zu sein. Und heute geht's weiter. Wir machen weiter mit der nächsten Meisterschaft. Und ja, wir wählen das nächste Fahrzeug aus. Wir wollen jetzt vielleicht mal wieder ein anderes Fahrzeug nehmen. Wir hatten ja in der letzten Folge oder in der letzten Aufnahmesession sowohl Sports Coupé als auch das Muscle Car verwendet, wenn ich mich recht entsinne. Schwer, leicht. Da sind ja auch natürlich das Gewicht des jeweiligen Fahrzeugs immer. Wir können ja diesmal den Saloon-Wagen nehmen. Der hat auch ein mittleres Gewicht und eventuell noch eine andere Farbe. Da muss ich mal gucken, was wir hier Schönes nehmen wollen. Vielleicht weiß einfach, genau. Natürlich Automatic Transmission. Und wir haben jetzt den Euro Marathon freigeschaltet, die nächste Meisterschaft. Und da fahren wir, denke ich mal, in Europa. Oh, und die Meisterschaft beinhaltet nur ein einziges Rennen und wir müssen auf jeden Fall Erster werden, sonst gewinnen wir nicht. Okay, das klingt schwierig. Aber wir gucken erstmal. Vielleicht ist es ja doch etwas leichter, als es aussieht. So, wir müssen Erster werden und wir fahren wo genau? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oh, erstmal schön Unfälle von den Gegnern verursacht, das finde ich gut. So, erster Checkpoint, okay. Da fiel es mir jetzt wirklich schwer auszuweichen. So, wir hören auch wieder die wunderbare Musik. Und ja, es gibt noch eine Sache, die ich jetzt ansprechen wollte, die mir aufgefallen war. Aber ganz kurz muss ich wirklich den Verkehr mal ausweichen. Und der zweite hier meint's echt ernst, ne? Tja, da bist du weg vom Fenster. So schnell kann es manchmal gehen. So, und zwar ist mir aufgefallen, dass es ein wirklich kleines Problem gab mit der Aufnahme bei der ersten Aufnahmesession, was aber eigentlich fast nicht aufgefallen ist, aber halt ein bisschen schon, mir zumindest. Und zwar an manchen Stellen gibt es immer so ein gewisses Tiering, das müsste jetzt hier auch der Fall sein, leider. Beziehungsweise was halt auch ein bisschen wie Laggen einfach aussieht. Falls ihr nicht wisst, was Tiering ist, das ist einfach ein unerwünschter grafischer Effekt, ein unerwünschter Effekt bei Computergrafiken, dass das Bild eben so quasi aussieht, als ob es zerreißen würde. Weil eben ein Frame quasi nur zur Hälfte angezeigt wird. Vertikal. Und das verursacht dann eben so ein Bild zerreißen. Das ist tatsächlich bei der Aufnahme in der ersten Aufnahmesession aufgetreten. Okay, noch ein Crash. Cool.
Dieser Effekt ist aber nicht im Spiel zu sehen. Also jetzt, wo ich hier spiele, ist dieser Effekt wirklich überhaupt nicht vorhanden, sondern wirklich nur in der Aufnahme. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also es liegt natürlich am Aufnahmeprogramm. Weil, ja, woran, also es kann ja nicht an irgendwas anderem liegen, aber warum mein Aufnahmeprogramm diesen Fehler verursacht, weiß ich nicht. Aber da der Fehler eben wirklich jetzt so gering nur vorhanden ist, habe ich mir jetzt gedacht, dass ich es trotzdem einfach so weitermache. Cool, wie da alle gecrashed sind übrigens. Huch, da hinten sehen wir schon die Markierungen. Das ist ja lustig. Habt ihr das gesehen, Leute? Ups. Mein Gott, ich stelle mich aber wirklich schlecht an jetzt gerade. Da haben wir schon die, virtuellen Absperrungen quasi gesehen, obwohl die Welt da noch gar nicht angezeigt wurde. Das ist auch interessant. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt daran nichts verändert, weil ich wirklich diese Fehler nur sehr gering sind, aber falls euch das aufgefallen ist, mir ist es auch aufgefallen. Und ich bitte es zu entschuldigen, aber es fällt einem sowieso fast nicht auf eigentlich. Fast. Wenn man etwas genau hinschaut, dann halt schon. Also das, ich nehme ja mit GeForce Experience auf, falls ihr euch fragt. Beziehungsweise früher hieß es Shadowplay. Heute heißt es GeForce Teilen auf Deutsch. Und dieser Fehler ist auch schon bei Wii Play aufgetreten teilweise. Bei dem Let's Play, was ich vorher eben am Laufen hatte. Da war mir das auch schon aufgefallen, aber ja, da habe ich mir nicht wirklich was bei gedacht. Und jetzt ist es mir hier halt auch wieder aufgefallen, vor allem weil das Spiel halt normalerweise so extrem flüssig läuft. Da fallen halt einem Lags besonders dann noch etwas mehr auf als bei anderen Spielen. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Das ist halt wirklich nur... Der Fehler tritt auf auch anscheinend nicht auf, wenn ich normale PC-Spiele Let's Playe. Also wie beispielsweise Fuel, da ist der Fehler meines Wissens nach nicht aufgetreten. Sondern nur wenn ich hier... Hupsala! Na, da konnte ich nichts machen. Nur wenn ich jetzt wie hier vom Emulator aufnehme, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich das hier auf dem Emulator spiele. Dann tritt eben dieses Problem auf. Aber, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt es verkraften. Vielleicht wird es auch nochmal gepatcht mit einer späteren Version von GeForce Experience. Ich habe natürlich auch immer die neueste Version drin. So, hier können wir auch ein bisschen abseits der Straße fahren. So, die erste Runde hat schon mal 4 Minuten gedauert. Ach komm ey, der kleine Crash. Hat's kurz geruckelt. Auch für mich. Nicht nur in der Aufnahme. So. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen mehr konzentrieren. Also das Rennen wird vermutlich ganz schön lang dauern. Wenn die erste Runde 4 Minuten gedauert hat, über 4 Minuten. Auch wenn wir sehr viele Crashes gebaut haben, aber trotzdem. Dann werden die anderen Runden natürlich auch jetzt nicht so viel kürzer sein. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal Erster, das ist schon mal sehr gut. Boah. Das Handling ist aber auch nicht ganz so einfach, ne, mit dem Wagen. Aber schön, dass die anderen auch immer alle sofort Unfälle bauen, wenn ich das hier tue. Das finde ich schon mal sehr gut, auf jeden Fall. Upsala. So, einfach vorsichtig fahren. Crashes so gut wie möglich vermeiden. Okay. Und dieser Countdown da oben ist eigentlich relativ unnötig, weil man das sowieso immer schafft. Also wir haben es noch bisher kein einziges Mal war es so, dass wir die Zeit da oben nicht eingehalten haben. Deswegen ist das eigentlich relativ unnötig. Außer jetzt halt so für sehr schlechte Spieler, die, also Anfänger, die eben das nicht schaffen. Da seht ihr schon wieder, da hinten die Absperrungen sind bereits zu sehen.
Ja, wir spielen das hier natürlich auch mit einer deutlich höheren Auflösung als noch auf dem GameCube. Auf dem GameCube hat man das dann wahrscheinlich eher nicht gesehen, diese Absperrung da hinten. So. Okay, ach, wir fahren jetzt hier auch rechts lang, ne? Das war sonst, oder? War das sonst auch der Fall? Naja, doch, wahrscheinlich schon. Wir sind auf dieser Strecke ja schon mal gefahren, ne? Aber in die andere Richtung. Und die Meisterschaft hier ist wirklich kurz, also nur ein einziges Rennen. Aber wir müssen dafür halt auch Erster werden, das ist wichtig, sonst gewinnen wir es nicht. So, ich weiß gar nicht, ob es hier eigentlich so einen Gummiband-Effekt gibt. Hier können wir nochmal nach hinten schauen. AS Boost. Ups. Was war denn das? Ja, lass mich doch weiterfahren. Oh, B ist Hupe. Übrigens, ich habe schon wieder vergessen, was die Steuerung war. Ne, so schalten wir um. Achso, hier, okay. Ach ja, perfekt. Okay, also sitzen wir schon nicht mehr Erste, aber wenn die anderen natürlich schöne Unfälle bauen, man kann übrigens das auch sehr schön provozieren, wie ich gerade eindrucksvoll gezeigt habe, dann sind wir auch gleich wieder Erster. Das war mal ein langer Satz. Okay, so, jetzt sind wir schon 8 Minuten dabei und wir haben, oh Gott, ja, du standest da ziemlich ungünstig. Wir haben noch nicht mal, doch jetzt haben wir die zweite Runde verendet und sie war sogar länger als die erste. Das ist natürlich jetzt nicht so gewollt gewesen. Aber ich gebe mein Bestes, damit die dritte Runde, ja, ich wollte eigentlich nach links ausweichen, aber der Wagen steuert dann halt an einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich rüber, wenn er in gewisser Weise ja, rausgekommen ist quasi. Ich sehe gar nichts hier. Na gut, so ist das halt. Daran muss man sich auf jeden Fall gewöhnen. Ja. Ich habe manchmal schon fast so das Gefühl, als ob der Wagen absichtlich in die anderen Verkehrsteilnehmer reinsteuert, aber dem ist mit Sicherheit nicht der Fall in Wirklichkeit. Das wäre schon ganz schön fies. So. Okay. Jetzt sind wir wirklich in der letzten Runde. Jetzt muss ich nochmal alles geben. Mit Z kann ich übrigens zurückschauen. Hier. Ups. Oh. So, auf der Gegenspur, da kriegen wir, glaube ich, auch Nitro, ne? Genau. Das ist auch so wie bei Need for Speed Most Wanted übrigens, also dem neuen, 2012, dass man wirklich durch so bestimmte Manöver Nitro bekommt. Das ist tatsächlich bereits hier im ersten Teil so gewesen, das ist, finde ich, schon cool. Also Need for Speed ist natürlich kein Burnout-Teil, aber man merkt ja sehr stark, dass es an die Burnout-Reihe angelehnt ist. Ist ja auch von den gleichen Entwicklern. So, wir sind Erster. Okay, ich war mir gerade ganz kurz nicht sicher. Mein Gott, das gibt's nicht. Also diese Crashes sind schon irgendwann nervig. Aber der Wagen ist halt auch nicht der beste. Ja, schöner Spawnpunkt. Wirklich. So, wir sind immer noch Erster. Zum Glück machen die anderen auch relativ viele Fehler. Nee, ich kann nichts machen da, echt. Mein Gott. Ey, langsam geht mir das auf die Nerven. Nee, ich glaube, der Wagen ist einfach nicht so das Beste, wirklich. Aber zum Glück machen die anderen hier auch ganz viele Fehler, ey. Zum Glück. Sonst wäre ich so weit hinten inzwischen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, Vorsicht. So, jetzt müsste ja gleich das Ziel eigentlich kommen. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht auf den letzten Meter noch den Platz hergeben. Das wäre natürlich sonderlich ärgerlich. Aber wir hoffen mal, dass das nicht geschehen wird.
Abbiegen bitte. So, wir haben übrigens Boost, also Nitro. Hier ganz viel bekommen. Man kann es auch wirklich erst einsetzen, wenn es voll ist. Wow. So, jetzt können wir aber richtig schön Vollgas hier geben. Das ist sehr gut. Weil jetzt zum Beispiel kann ich es nicht einsetzen, weil es halt noch nicht voll ist. Kriegt hier immer was knapp vorbei. Hier, wow. Knappen Manöver geben auch immer noch mal etwas Boost dazu, zu unserer Boost-Leiste. So, aber die Runde wird doch jetzt mal besser als die davor, oder? Also bitte. Das ist ja wohl das Mindeste. Wow. Ja, komm. So. Schön blinken natürlich. Und da ist das Ziel. Ja, das war tatsächlich die beste Runde, unsere letzte. Wie ich es mir gedacht habe. Und damit ist die Folge tatsächlich auch jetzt schon wieder zu Ende. Für mich war das natürlich jetzt nicht so lang, für euch ganz normal. 12, also fast 13 Minuten für ein Rennen, aber dafür war das auch eine gesamte Meisterschaft, also von dem her ist das schon okay. Achso, ich wollte mich jetzt hier mal anders nennen, nicht Louis, sondern Moment, wie wollte ich mich nennen? Weil Louis ist nicht so eine gute Abkürzung für Louis, deswegen wollte ich mich mal ein bisschen anders hier nennen. So, entfernen, und zwar LUS, also Luz, weil ich finde, die Abkürzung ist besser für Louis als Louis. Vielleicht seht ihr das ja auch so. So, genau, wir sind auf Platz 3 der schnellsten Runden mit 4 Minuten 12, 083 und dem Saloon. Der erste hat tatsächlich ein Pickup verwendet. Wir sind der beste Fahrer mit unserem Saloon. Cool. Und gleichzeitig der schlechteste Fahrer. Geil. Also das muss man auch halt mal schaffen, der beste und schlechteste Fahrer zu sein. Das ist halt schon ordentlich, ne? Glückwunsch, Euro Marathon gemeistert. Gemeistert auch übrigens groß geschrieben, genau. Meisterschaft geöffnet, Savage Street Grand Prix. Strecken freigeschaltet, Euro Marathon EX, Cliffhanger, Midnight Run und Night Shift. Spielmodus freigeschaltet, Überleben. Okidoki. Oh, das müssen wir, glaube ich, hier bei Spezial haben, oder? Genau. Hier haben wir nämlich auch sowohl Duell als auch Überleben. Das gucken wir uns dann später noch an. Hier haben wir auch noch diese eine Crash-Wiederholung, ne? Die können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Ich will einfach mal gucken, wie das ist, wenn man tatsächlich hier eine Wiederholung sich anschaut, die man gespeichert hat. Mal gucken. Es wird jetzt geladen. Ja, lädt die Strecke. Und tatsächlich können wir uns genau diesen Crash nochmal angucken. Also der wird komplett auf der Speicher, auf der Memory Card gespeichert. Ist auch schon ein cooles Feature eigentlich, ne? Dass sie extra sowas implementiert haben, finde ich schon cool. Aber Neustart ist B. Ist nur ein bisschen fimmelig hier. Fummelig, die... Wie kann ich den Play machen? Neustart. Oh, das war jetzt gerade die Kamera ein bisschen... Ja, festgehangen da an der einen Stelle. Ja, okay. Das geht also auch tatsächlich. Ich wollte nur mal das Feature jetzt austesten einfach. Prüfe, genau, jetzt wird die Memory Card wieder überprüft. Okay, so. Dann wird's in der nächsten Folge weitergehen mit der nächsten Meisterschaft. Welchen Wagen wollen wir da mal nehmen? Wieder einen anderen Pickup hatten wir noch nicht. Und Super Mini, doch Super Mini hatten wir schon, oder? Moment, Sports Coupé? Ne, Super Mini hatten wir noch nicht, ne? Genau. Wollen wir den Super Mini erstmal nehmen oder den Pickup? Wir nehmen erstmal den Pickup, würde ich sagen, in der nächsten Folge. In Gelb aber, weil Gelb finde ich cool. Und dann machen wir in der nächsten Folge Savage Street Grand Prix. Hier fahren wir 3 Rennen. Beim ersten Rennen müssen wir Zweiter werden und wir haben wieder 3 Credits. Night Shift ist unser erstes Rennen. Wahrscheinlich in der Nacht. Oh, das wird auch mal was Neues wieder. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch.
Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Burnout und ciao. We'll be right back.